Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum allerersten großen Destiny 2 Angelguide. Mit der Season der Tiefe wurde uns nämlich eine neue Aktivität, nämlich das Angeln im Spiel, ermöglicht. Um hier aber erst einmal zu dem Schritt des Angelns zu kommen, benötigt es ein klein wenig Vorarbeit. Fangen wir also direkt einmal von vorne an. Nach dem Abschluss der ersten seasonalen Storyline könnt ihr euch auf der Helm bei der Sonarstation die Questline Angelurlaub abholen. Diese gibt euch am Anfang die Aufgabe, mit Hawthorn auf dem Turm zu interagieren. Dort angekommen, solltet ihr dann laut Hawthorn 20 Köder sammeln. Hierfür gibt es verschiedene Quellen. Gamerimpulse und meine Wenigkeit haben für euch das einmal in jeder Aktivität analysiert und konnten feststellen, dass die Bergungsmission euch mit der höchsten Köderrate von 19 Stück beschenkt. Doch am effizientesten ist das Farmen von verlorenen Sektoren. Pro Sektortruhe erhaltet ihr nämlich immer zwischen ungefähr 3 bis 4 Ködern und findet ihr hier noch auf dem Weg ein paar planetarische Ressourcen, so bekommt ihr auch von diesen jeweils einen Köder. Patrouillen könnte man ebenfalls noch parallel laufen lassen, die euch noch zusätzlich 2 Köder in euer Inventar buxieren. Effizienter kann man also hier nicht mehr Köder farmen. So, kommen wir aber wieder zurück zur Questline Angelurlaub. Nachdem ihr jetzt 20 Köder gesammelt habt, müsst ihr am Stadtrand der ETZ 5 Fische fangen. Hier seht ihr einen möglichen Standort eines Angelteiches. Wenn bei euch dieser Angelteich natürlich nicht vorhanden ist, dann ist entweder ein öffentliches Event aktiv, welches den Teich entfernt, oder der Teich befindet sich an einer anderen Location. Um diese Location zu finden, müsst ihr lediglich in die Luft schauen und nach einem feinen, ja, strichartigen Leuchten Ausschau halten. Unter diesem, ich nenne es mal Leuchtfeuer, findet ihr dann den See bzw. Teich wieder. Habt ihr nun dann 5 Fische eingefangen, so habt ihr sicherlich auch schon gemerkt, dass es die Fische in unterschiedlichen Raritätsstufen gibt. Es gibt gewöhnliche, seltene, legendäre und exotische Fische. Je besser die Fische sind, desto besser natürlich der Loot, den ihr dann später erhalten werdet. Doch wie gesagt, dazu später mehr. Nachdem ihr nun 5 Fische gefangen habt, sollt ihr euch nun zur Zisterne auf Nessus begeben und auch hier an einem Teich weitere 5 Fische einfangen. Habt ihr auch hier diese Aufgabe erledigt, so müsst ihr nun zu guter Letzt noch 5 Fische in Savatuns Thronwelt, um genauer zu sein, im Miasma einfangen. Danach werdet ihr natürlich dann wieder gebeten, den Helm aufzusuchen und die Fische in euer Aquarium freizulassen. Hierbei erhaltet ihr dann nun je nach Seltenheit eurer Fische Loot. Es kann hier von normalen Glimmer bis hin zu legendären Rüstungen und Waffen sowie Exoteilen gehen. Im Groben und Ganzen also ein angenehmer Zeitvertreib, um an Loot ranzukommen. Aber nun gut, das war's dann aber auch schon mit dieser Questline. Jetzt könnt ihr ungebunden an jeder dieser oben erwähnten Standortstellen fischen. Demnach bleibt mir hier also nur noch zu sagen, viel Spaß mit dem Angeln und wunderbar guten Loot.